Ein Burnout-Syndrom ist letztendlich eine Depression. Wir sprechen trotzdem von Burnout in unseren Behandlungen, weil wir davon ausgehen, dass es Depressionen gibt, die in einem bestimmten Prozess entstehen, in einem Erschöpfungsprozess, in dem ich immer wieder auf die gleiche Weise versuche, eine Belastungssituation zu lösen und immer wieder daran scheitere, bis ich mich vollkommen verausgabt habe und ausgebrannt bin an diesem Versuch, eine schwierige Situation zu lösen. Und am Ende dieses Burnout-Prozesses steht letztendlich für uns im psychotherapeutischen Sprachgebrauch die Definition, das ist dann eine Depression.